Tento materiál byl natočen 3. a 4. října 1989. Byl původně určen pouze pro archivní účely. Díky změně politických poměrů spatřil světlo světa mnohem dříve, než jeho autoři předpokládali. O něch dnech vrcholila na menším městě pražském svérázná oslava blížícího se 40. výročí NDR. Pod dojmem velkolepého prázdninového exodu svých krajanů přes Maďarsko na západ proniklo asi 5 000 občanů NDR do areálu velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a požádalo zde o politický azyl. Dalších 5 000 východních Němců zůstalo v rozrušeném očekávání na chodníku. Já jsem se přišel podívat víceméně proto, protože jsem ráno viděl neuvěřitelnou věc, jak v Karmelické ulici stojí kolony německých trabantů a úplně mě běhal mráz po zádech při pomyšlení na to, že lidi, kteří jsou vychovaní socialismem a zvyklí na to vážit si jakýhokoliv sebe menšího majetku a jsou v tomto okamžiku schopni opustit svoje milovaný automobily a svůj majetek. A jsou rozhodnutí prostě zanechat minulost a jít naprosto bez ničeho do něčeho, o čem předpokládají, že to bude lepší. Zřejmě teda se jedná o neschopnost ztotožnit se s režimem. Die zwei Hauptgründe sind die politischen und die wirtschaftlichen Gründe, das muss man ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen die politischen, wir werden bevormundet in allen Dingen. Wir fühlen uns irgendwie gar nicht mündig, ne? Und es wird alles von oben vorgeschrieben. Und wir merken auch, die haben ihr Extra-Regime und die haben alles und dürfen alles. Und wir dürfen eben nichts. Wir dürfen nicht reisen, wohin wir wollen und dürfen unsere Meinung nicht sagen. Na, und dann die ganze Misere in der Wirtschaft. Das merkt man, dass immer mehr bergab geht. Und es war jetzt die letzte Möglichkeit. Wir haben gesehen, dass es immer enger wurde und da haben wir die genutzt und sind raus. Wir haben uns jahrelang tyrannisieren lassen. Zu wenig Demokratie. Die Wirtschaft haut nicht hin. Wirtschaft haut nicht hin. Man darf nirgends, man darf nicht mal einen Mund aufmachen da drüben. Wenn man Mund aufmacht und die Meinung sagt, die man hat, hier ist man Knast. Nee, wir wollen es ganz einfach verbessern. Wir hoffen, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland besser kommen gegenüber in der DDR. Denn in der DDR wird absolut nichts besser. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Und deswegen wollen wir ganz einfach ausreisen. Wer will das auf sich nehmen? Und wenn es jetzt so einfach ging, haben natürlich viele gesagt, jetzt nutzen wir die Gelegenheit. So ist es uns auch gegangen. Ich war Lehrer, mein Mann war Architekt. Eigentlich hatten wir alles in der DDR. Wir hatten ein Haus, wir hatten Bungalow, wir hatten ein Auto. Mit unseren 3 Kindern hätten wir eigentlich zufrieden sein können. Aber ich sehe für meine Kinder in diesem Staat, sehe ich keine Zukunft. Das Volk hofft und hofft ewig schon auf Veränderungen, gerade jetzt. Aber die Regierung zeigt doch, dass sie auf ihrem harten Kurs beihalten will. Der Honecker besitzt die Frechheit, wieder zu sagen, unser Weg. Und die 40 Jahre DDR haben gezeigt, dass der Weg richtig ist. Und für mich ist der Sozialismus in Farben der DDR. Kaputte Straßen, dreckige Häuser, leere Geschäfte, die Leute sind alle frustriert. Wir haben im Gegenteil Angst, dass chinesische Verhältnisse kommen, weil unsere Freunde Ceausescu und die Chinesen sind. Sonst haben wir immer alles gemacht, die Sowjetunion war immer unser Vorbild, immer. War alles gut und seit Gorbatschow dran ist und Reformen macht, machen wir es auf einmal nicht mehr so. Und das verwunderlich, beunruhigt uns ja. Die Deutsche Botschaft war wirklich sehr nett. Die konnten uns erst nicht reinlassen gestern. Es ist ja innen drin sehr voll. Wir sind 16:30 dann reingekommen. Das war ja ein einziges Chaos. Und drin ist es enger als jetzt im Moment hier draußen. Wir sind heute früh mit unseren Kindern hier rausgekommen. Ich habe mit 3 Kindern in einem Bett geschlafen. Aber wir waren eben im Warmen erstmal. Es war beschissen. Wir mussten die Nacht im Freien schlafen. Wirklich wie im Krieg, kann man sagen. Ohne Decken, ohne alles. Also es war schrecklich.
wenn man überlegt, wie viele Menschen sich diesem unwürdigen Dasein hier aussetzen für eine unbegrenzte Zeit, dann sieht man doch, wie wirklich die DDR-Bürger die Nase voll haben von dem System. Ich bin mit dem Zug gekommen von über Dresden, Bad Schandau, und in Bad Schandau wurde sehr stark kontrolliert. Es wurden über 200 Mann rausgeholt aus dem Zug mit Kindern, mit Kleinkindern. Der Zug war am Anfang voll, dann war er fast leer. Wir hatten Angst, dass wir nicht mitkommen. Na, ich hatte mir das ganz kurzfristig dann überlegt. Ich hatte umgetauscht für eine Person und meine Freundin da mitgenommen. Und an der tschechischen Grenze, die Zöllner sind gekommen und haben kontrolliert. Und der Zöllner hat dann gesagt, weil wir mitten in der Nacht gekommen sind mit dem Nachtzug, er hat dann gesagt, mir ist das heute alles scheißegal, ich lasse heute jeden raus. Wir sind vom Bahnhof aus angekommen, sofort kam ein Taxifahrer, haben uns angeboten, hier zur Botschaft zu fahren. Natürlich war das für sie auch ein großes Risiko, aber sie sind ins Sackgassen gefahren und wir haben ihnen dann Geld dafür gegeben. Wie viel kostet so eine Reise, Taxireise vom Bahnhof zur Botschaft? Also wir, also bei uns wurde pro Mann 150 Kronen verlangt. Pro Mann, ne? Ja. Die Tschechen waren sehr freundlich, wir wurden direkt von Tschechen angesprochen, die gesagt haben, ob wir zur Botschaft wollen und ob sie uns helfen können. Drei Männer haben uns praktisch der Reihe nach übergeben und haben uns gebracht und haben uns gesagt, dass die Tschechen sehr mit uns sympathisieren, uns die Daumen drücken und hoffen, dass es alles gut geht und uns Glück wünschen. Und dass sie der Meinung sind, dass sowohl in der Tschechei als auch in der DDR müsste es lockerer werden, so wie in Ungarn oder wie in Polen. Was haben Sie mit dem Wagen in Prag gemacht? Wir haben in den Straßen viele leere Wagen nur so auf Stellen gesehen. Wir haben stehen gelassen und wir haben leider vorhin gesehen, dass kaputt gemacht wurde und ausgeraubt. Wie man weiß, in der DDR ist es nicht einfach, einen Wagen zu kriegen. Ja, und wir haben alles zurückgelassen, es war uns alles egal jetzt, alles. Was denken Sie, was sind die Leute, die hier sind, vom Beruf? Das hier ist Tischler, Klempner, Elektriker, Bäcker, Kellner, wir haben alles da, Dachdecker zum Beispiel. Ja, erstmal die 23 Gewerke, die es grundsätzlich gibt. Und was denken Sie, wie wird das in Westdeutschland sein? Arbeit kriegen wir. Wohnung sieht schlecht aus, aber wir kriegen auch eine Wohnung nach einer Zeit. Wichtig ist die Arbeit. Und arbeiten können wir. Für viele wird es sehr, sehr schwierig werden. Ich glaube nicht, dass alle sofort einen Arbeitsplatz bekommen werden. Vielleicht wird das auch ein bisschen falsch eingeschätzt von den Leuten, die alle rüber zu uns kommen wollen. Was halten Sie über Zukunft beide Teile Deutschland, DDR und BRD? Also ich glaube an kein gemeinsames Deutschland. Wir hoffen es, aber ich glaube es nicht, dass das kommt. Dazu ist das schon viel zu weit alles auseinander und die DDR sehr stur. An und für sich sind wir der Meinung, das wäre das Beste, was uns passieren könnte, aber unsere Regierung macht das niemals mit. Nie. Da müssen sie wirtschaftlich so am Boden krauchen und überhaupt nicht mehr können, dass sie eventuell auf irgendwelche Bedingungen eingehen. Října 1989 odvezlo 10 zvláštních vlaků 10 000 běženců přes NDR do západního Německa. V Praze po nich zůstalo na 1500 aut a podivný pocit z nezvyklého pouličního divadla. Zanedlouho se ukázalo, že tato událost byla jedním z posledních kamínků, které uvolnili lavinu. 9. listopadu 1989 padla berlínská zeď, nejen ve jménu německé národní jednoty, ale i ve jménu základních lidských práv. Po ní následoval pád režimů v Praze, Sofii a Bukurešti. Německá otázka se opět dostala do popředí světového zájmu. 15. března 1990 se v NDR konaly svobodné volby. 1. července uzavřela východoberlínská vláda s Bonem měnovou unii. A 3. října letošního roku, rok po natočení těchto záběrů, se oba německé státy po více než 40 letech rozdělení spojí.